Hallo und herzlich willkommen hier zu Haus der tausend Türen Familiengeheimnisse. Wir haben gerade das Buch der Bloody Mary entdeckt und ja, da lesen wir jetzt auch gleich mal rein. Vor vielen Jahren verschwanden in der Ortschaft Hampshire mehrere junge Mädchen, eins nach dem anderen. Die Leute beschuldigten die exzentrische Einsiedlerin Mary Marsh der Entführungen. Sie sagten, Mary hätte ihre Kinder entführt, damit sie ihr Blut trinken konnte, um wieder jung zu werden. Ohne zu zögern, ergriff ein wütender Mob die Hexe und warf sie ins Feuer. Verflucht seid ihr alle, rief sie, bevor die Flammen ihre Lippen berührten. Für den Preis von ein paar Leben hatte ich Tausende retten können. Ich hätte jede Krankheit heilen können. Narren, von dem Moment meines letzten Atemzugs an werde ich auf der anderen Seite des Spiegels leben und ich werde euch beobachten. Seit dieser Nacht glauben die Menschen, man könne Mary rufen, indem man dreimal ihren Namen vor einem Spiegel flüstert. Aber wer würde tapfer genug oder dumm genug sein, um das zu tun? Dieser Mann würde verflucht werden und seine Seele würde auf ewig zusammen mit Mary in der Spiegelwelt gefangen sein. Harter Lesestoff. So, gut, ist hier noch irgendwie was? Ah, ich finde das ganz cool mit den Geschichten, ne? Ich feiere das Spiel eigentlich richtig krass für ein 5-Euro Wimmelbildspiel. Finde ich richtig super. So, da brauchen wir immer noch das Buch, aber ich gehe hier erstmal wieder raus. Was ist denn hier oben? Seht ihr, hier waren wir auch noch gar nicht. Ich könnte diese Waage benutzen, um etwas zu wiegen. Was müssen wir denn wiegen? Könnten eine Münze reinpacken. Nein? Okay, was ist das? Ah, okay, das ist ein Expertenobjekt. Cool. Und hier fehlt auch irgendwie eine Kerze, oder? Weil das sieht irgendwie... Naja, egal. Gehen wir erstmal... Ups, nein, nicht den Kaffee. Ich sage, wir müssen den Kaffee wiegen, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Den Kaffee können wir da auch nicht reinschütten zum Löschen. Was ist denn hier noch bei der Couch? Ach, hier schon wieder ein Wimmelbild auf derselben Couch? Na okay, dann lassen wir uns doch gerne mal drauf ein. Eine Spritze. Hier ist eine glühbirnde Tabakpfeife. Was brauchen wir denn mit der Rasierklinge? Okay, ich packe das dann erstmal weg, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wozu wir das brauchen. Okay, hier ist der Fächer. Eine Pipette. Ja. Dann gucken wir hier nochmal rein, ob wir hier was Besseres jetzt finden. Vor allem die ganzen Gegenstände liegen wieder da, ne? Das ist auch mega sinnvoll. Sheriff-Abzeichen, Degen, Medaille... Mundharmonika, Tabakpfeife. Da ist die Mundharmonika. Würfel. Wo kriegt man die Würfel her? Ah, okay. Ah, dafür brauchen wir die Rasierklinge. Können wir das da wieder aufrupfen? Und da ist die Tabakpfeife so drin. Ah, und das chinesische Schriftzeichen haben wir hier. Dominostein, Rosen, Pipette, Medaille. Hier ist der Dominostein. Den Schirm habe ich noch immer noch nicht gefunden. Ja. Rosen. Rosen. So viel dazu, ne? Ach, hier ist der Sheriff-Stern, sag ich mal. Ach, hier sind die Rosen. Aber wo ist denn der Degen? Ach, da. Pipette, Taschenlampe, Medaille, Schirm. Medaille, Pipette, Taschenlampe, Schirm. Medaille. Pipette, Taschenlampe, Schirm. Ah, okay, das war die Pipette. Komische Pipette.
Taschenlampe, Schirm. Nope. Da auch nicht. Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Schirm und Taschenlampe. Warum finde ich das nicht? Vielleicht, weil es für mich einfach nicht so in die Zeit passt. Die stehen überall Kronleuchter und jetzt soll ich eine Taschenlampe finden. Oder ist der Kronleuchter eine Taschenlampe? Kann ja sein. Da wird es ein bisschen heiß im Höhnchen. So, nein, da ist die Taschenlampe. Jetzt brauchen wir noch den Schirm, den ich einfach nicht finde. Warum finde ich den nicht? Hä? Schirm! Hallo, Schirm! Kuckuck! Ist er mit einem Lampenschirm gemeint? Nee. Was ist denn der Schirm? Ich nehme jetzt einfach mal einen Tipp. Ah, so ein Winzi-Schirm. Ich dachte, so ein richtiger Sonnenschirm oder sowas. Gut, aber dann haben wir das auch gefunden. Und zwar die Glühbirne. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wozu wir die brauchen. Einfach mal hier ins Auge gesetzt oder so. Na gut, gehen wir erstmal nach oben. Und schauen mal bei dem kleinen Jungen vorbei, denn wir haben ja seine tolle Lampe. Thank you, Kate. This lamp's melody will drown out the noise and allow me to concentrate on my work. I'm trying to solve a mystery. I think this train and the sounds coming from the wardrobe are connected. They both appeared in my room at close to the same time. Okay. Können wir jetzt zum Schrank? Da brauchen wir den besonderen Schlüssel. Oha. Oh mein Gott, sind wir wirklich in einem Zug? Da geht's echt in den Zug? Okay, brauchen wir hier für irgendwas noch eine Glühbirne? Oder was haben wir noch dabei? Eine Münze? Was ist da? Was ist da oben eigentlich? Ah, eine Rakete. Haus der tausend Türen. Eine andere Legende über Geister bringt uns zu dem Haus der tausend Türen. Niemand weiß, wann die geisterhafte Behausung zum ersten Mal erschien, aber Experten im Spiritualismus glauben, dass es bereits seit Ewigkeiten existiert. Das Haus dient als Kreuzungspunkt zwischen zwei Welten und existiert außerhalb von Zeit und Raum. Die Menschen haben das Haus in der ewigen Stadt, im geheimnisvollen Land der Shuhukua und der Hauptstadt von Hyperborea gesichtet. Die wissenschaftliche Gemeinschaft hat Dokumentationen, die untermauern, dass das Haus wirklich existiert. Viele Männer und Frauen der Wissenschaft haben über das Haus geschrieben, aber niemand hat es je betreten und kehrte danach in die physische Welt zurück. Also gibt es keinen konkreten Beweis für seine Existenz. Okay, dokeli. Ich habe irgendwie Angst, da reinzugehen, muss ich sagen. Hier haben wir auch noch nichts gefunden, also... Ich will da noch nicht reingehen. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne versuchen, hier... Können wir den Vogel mit dem Feuerwerkskörper holen? Nein? Okay, was ist hier? Da brauchen wir immer noch das Herz. Okay, dann gehen wir vielleicht doch durch die Tür. Wow. Okay, wir sind im Zug. Oh mein Gott, es wackelt. Auch nicht schlecht. Ah, okay, ein Zugabteil. Und hier brauchen wir einen Code, wo wir noch keine Ahnung haben, wie der ist. Oh, wir haben ein weiteres Porträt gefunden. Das ist sehr cool. Wir haben ein Rasiermesser. Und die Sachen gehören dem Zugschaffner. Er spielt wohl gerne Karten. Ja, das kann sein. Oh, was haben wir hier? Können wir einfach auf und zu machen. Ah, wir haben ein weiteres Expertenobjekt gefunden. Und hier ist auch noch was. Ein Hebel. Oh. Ich brauche etwas, mit dem ich den Sicherungskasten öffnen kann. Momentan haben wir da noch leider nicht so viel. Dann gehen wir hier mal raus. Ein Stück Kohle. Und Liebe und Tod. Kevin und Lisa haben vor 5 Jahren geheiratet.
Als das Brautpaar in den Zug stieg, der sie in ihre Flitterwochen bringen sollte, schwebten sie im siebten Himmel. Kevin wollte seine Liebe in die ganze Welt herausschreien und öffnete das Fenster des Abteils, lehnte sich hinaus und öffnete seinen Mund. Allerdings schaffte er es nur zu sagen, ich liebe, als sein Kopf an deinem Draht hängen blieb und sauber abgetrennt wurde. Der Rest seines Körpers fiel zurück in den Zug. Nach diesem Schock verbrachte Lisa die nächsten 5 Jahre in einer Irrenanstalt. Diese Woche starb sie an gebrochenem Herzen. Oh, das ist voll traurig, ne? Oh. Aber leider ist auch diese Folge vom Wimmelbild schon wieder vorbei. Oh mein Gott, was werden wir hier in dem Zug noch erleben und erfahren? Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Ich weiß auch nicht, ich habe mich total verliebt. Ich will gar nicht aufhören zu spielen, aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal eine Aufnahmepause machen. Damit, falls ihr nochmal irgendwo Objekte entdeckt habt oder so, mir das gerne in die Kommentare schreiben könnt. Und dann schauen wir mal gemeinsam, wie wir hier weiterkommen. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns dann hoffentlich auch in der nächsten Folge hier wiedersehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao!